Verzeiht meine Neugier, aber seid ihr neu hier? Die Neugier sagt, wir sind neu hier. Bin vor kurzem an Land gegangen. Ruinis imminentibus musculi immigrant. Was zum... Nur eine kleine Übung in der Sprache der Gelehrten. Hast du einen Sprachfehler? Nun, ich könnte die Frage erwidern, aber ich will mich erklären. Einst diente ich auf einer Galeere der Inquisition. Ein kleiner Fauxpas erzürnte jedoch meinen Kapitän und... Nun ja, nun stehe ich hier immer bereit, eine helfende Hand denen zu reichen, die sie benötigen. Dann erzähl mal. Woran arbeitest du zurzeit? Ich denke, meine Expertise in Bezug auf die örtliche Fauna würde jemand von eurem Schlagen nur langweilen. Aber derzeit sitze ich über einem Manuskript, welches sich speziell mit der hier auftretenden Camellia sinensis befasst. Leider ist mir das letzte Exemplar dieser Pflanze durch die doch widrigen Bedingungen eingegangen. Ja, da können wir doch bestimmt eine neue holen. Brauchst du Hilfe bei der Beschaffung dieser Pflanze? Exakt. Und dank eures Scharfsinns seid ihr geradezu prädestiniert für diese Aufgabe. Sie wächst an sehr hoch gelegenen Orten und ist für Menschenhand nicht erreichbar. Aber eine Lösung habe ich bereits in der Hinterhand. Bin ja? Ich mal gespannt. Dann lass mal hören. Habe ich also euer Interesse geweckt? Sehr schön. Ein aufmerksamer Zuhörer ist mir stets ein willkommener Gast. Ja, komm einfach zur Sache. Ich habe hier eine Puppe der Eingeborenen. Mit ihr ist es dem Anwender möglich, sich in einen Papageien zu verwandeln. Aufgrund der Flugfertigkeit dieses Geschöpfes sollten auch größere Höhen kein Problem mehr darstellen. Würdet ihr die Versuchsperson spielen und mir mit Hilfe der Puppe die Pflanze beschaffen? Ajo, was leiten näher drauf? Wie bist du an die Voodoo-Puppe gekommen? Nun, auf einer meiner Erkundungstouren entdeckte mich einer der Eingeborenen. Um meine gute Absicht zu offenbaren, teilte ich mit ihm meinen Proviant. Er gab mir im Gegenzug die Puppe. Aha. Leider ist meine höfliche Art und Weise den anderen Piraten hier weit weniger geläufig. Da wundert es auch nicht, dass das neu aufgebaute Vertrauen bald dahin war. Armer Cunningham, aber wir helfen ihm ja. Gib her die Puppe. Ich besorg dir die Pflanze. Vortrefflich. Hier, nehmt. Ich empfehle euch, die Felsplateaus südlich von hier nach der Pflanze abzusuchen. Alles klar. Gibt's eine genauere Beschreibung, wo ich die Pflanze finden kann? Nun, etwas einfacher ausgedrückt, geht ihr wie folgt vor. Folgt dem Pfad, der hier in den Dschungel führt, und haltet euch dann, soweit es geht, süd-südwestlich. Sobald ihr dann den Talkessel der Eingeborenen erreicht habt, seht ihr mehrere Felsplateaus. Achtet auf die linke Felswand, dort müsste sich ein Bauwerk der Eingeborenen befinden. Um zu diesem Bauwerk zu gelangen, ist die Puppe vonnöten. Geht jedoch mit Bedacht vor. Über eine weitere Puppe verfüg ich nicht. Ja, wir haben ja auch noch die Schriftrollen. So, kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Ob ich dich etwas lehren kann? Ja. Da bin ich mir fast sicher. Oh. Oh. Tränke brauen, das war ja eigentlich schon immer recht praktisch. Aber da im Moment noch nichts. Ich habe noch ein paar Fragen. Nur zu. Was weißt du über Kila? Nun, Fakt ist, dass nicht nur die Insel, sondern auch der ansässige Eingeborenenstamm den Namen Kila trägt. Mhm. Das Klima hier ist zweifelsohne als tropisch zu bezeichnen, was sich auch in der Artenvielfalt widerspiegelt. Die Natur zeigt sich hier in ihrer schönsten Form, zu sehen an meinen Freunden, den Papageien. Er mag Papageien.
Wie kommst du mit den Piraten zurecht? Genug Rum immer. Nun, eine friedliche Koexistenz sieht gewiss anders aus. Aber solange jemand diesen Flegeln hilft, gegen Skorbut gewappnet zu sein, werde ich in Ruhe gelassen. Des Weiteren hält dieser Buß ein Auge auf mich. Ein durchaus zufriedenstellendes Arrangement. Okay. Ich möchte mehr über die Eingeborenen wissen. Ich würde meinen, sie stehen anderen eingeborenen Stämmen in nichts nach. Sie betreiben ebenso wie diese allerlei Hexenwerk. Und ihre sozialen Strukturen sind recht ähnlich. Der grundlegende Unterschied liegt darin, dass sie eine Art primitive Gottheit anbeten. Sie nennen es selbst das Orakel. Leider sind mir fundiertere Aussagen zu diesem Thema nicht möglich. Gut zu wissen. Irgendeine Idee, was mit Hawkins los genau. ist? Nun, als Schiffsarzt bin ich stets besorgt um die Gesundheit der Mannschaft. Die Symptome, die bei Hawkins auftreten, entsprechen nicht denen einer gewöhnlichen Tropenkrankheit. Mein vorläufiger Befund würde eher in Richtung einer Identitätsstörung deuten. Und das heißt? Einfach ausgedrückt, er ist nicht er selbst. Okay, das habe ich verstanden. Kokosnuss auf den Kopf. Falsch geklickt. Okay, dankeschön, Cunningham. Liegt der andere immer noch hier rum? Nein, er ist schon wieder auf den Beinen. Also. Warum hast du deinen Bruder nicht an das Erbe erinnert? Ich bin nie dazu gekommen. Ist schließlich eine weite Reise. Angst vor langen Reisen? Red keinen Scheiß. Ich hab keine Angst. Ich brauch keine Angst haben. Es gibt bestimmt das eine oder andere, was du noch von mir lernen kannst. Okay. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Kritische Treffer, das wäre natürlich praktisch. Aha. Ach, da gibt's natürlich so viel zu lernen. Was das Erbe angeht. Wie genau sieht das Erbe denn aus? Ach, nichts Wildes, lediglich alter Tant. Alter Tant, so. Es hat einen rein ideellen Wert für mich. Wo auf Antigua soll ich nach Flynn suchen? Das Letzte, was ich von ihm weiß, ist, dass er sich das Lagerhaus unter den Nagel gerissen hat. Dann werde ich dort zuerst nach ihm suchen. Ja, mach das. Genau, was habe ich von der Geschichte? Wie steht's mit der Bezahlung? Was habe ich von der Geschichte? Da werde ich mich schon nicht lumpen lassen, keine Sorge. Wir werden sehen. Okay. Ich werde für dich nach Antigua reisen und mit Flynn sprechen. Sehr schön. Aber lass dich nicht einlullen, wenn er das Erbstück nicht rausrückt. Keine Sorge. Gut, ich verlasse mich auf dich. Vielleicht arbeite ich ja auch lieber mit dem Flynn zusammen, anstatt mit dem Quinn. Machst du außer krummen Geschäften noch etwas anderes? Ich vertreib mir die Zeit beim Messerwerfen. Das schreckt die Ratten ab. So. Ich trainiere immer spät abends bis kurz nach Mitternacht. Wenn du Lust auf ein Spiel hast, gib Bescheid. Ich werfe immer gern um ein paar Münzen. Also das Messerwerfen ist vielleicht sowas wie im zweiten Teil mit dem Zielschießen. So, aber jetzt habe ich immer noch keinen Buß gefunden. Die Tür ist verschlossen. Jemand hier? Nein. Stört jemand, dass ich hier rumwühle? Mal sehen. Heimlich schuf er eine gläserne Statue. Er ließ sie nach Antigua schaffen, doch beim Entladen zerbrach sie. Dann sollte ich mich mal im Hafen von Antigua umsehen. Gut zu wissen. So, was ist hier drin? Ja, alles immer her mit. Guter Fusel und ein Bettchen. So. Ohne den richtigen Schlüssel darf ich nicht rein. Ich habe immer noch keinen Buß gesehen. Ach, da steht er ja. Hey! Was läufst du hier herum? Ich mag es nicht, wenn man hinter meinem Rücken rumschnüffelt. Ach, ich habe da nur ein bisschen durch so ein paar Kisten gewühlt und so. Ja. Ich bin vor kurzem hier an Land gegangen. Und willst uns beim Aufbau eines neuen Piratennestes helfen, was? Genau! Nein. Nicht? Hab ich mir schon gedacht. Na, aber vergessen wir das Thema. Erinnert mich doch nur wieder an Takarigua.
Dort brannte alles lichterloh, bis BOOM! Der Kessel explodiert ist. Alles nur noch schwarze Asche. Und Schuld hat allein Patty, diese verfluchte Hexe. Mann, was hat der Typ denn gefrühstückt? Weiß ich nicht, aber von dem Zeug will ich nichts haben. Die Patty hat also mal wieder was damit zu tun. Wo finde ich Patty? Die ist feige geflohen, als ich sie zur Rechenschaft ziehen wollte. Na, ist mir entkommen, das Miststück. Aber es gibt hier nur einen Ort, wo sie sich verkrochen haben könnte. Im Norden gibt es eine kleine Insel. Sieh dich am besten dort einmal um. Buddy hat ein paar Probleme mit der Wasserbeschaffung. Was? Dabei ist er dafür verantwortlich. So dankte es mir, dass ich ihn ständig in Schutz nehme. Aber egal, wenn es soweit ist, streiche ich als erstes seine Wasserration. Na, das können wir ja verhindern. Was ist los mit dir? Mit mir? Ach, jetzt haben wir Seele minus eins bekommen. Die anderen sind dann alle schuld. Also das wird man... Erst will Patty uns alle vielleicht umbringen doch die Klappe und dann halten. Meutert Harry. Verdammtes, undankbares Pack. Kehrt mir den Rücken zu, bringt meine Männer um. Aber diese ganze Bande wird nicht mehr lange was zu lachen haben. Alles klar, beruhig dich mal. Du steckst wohl auch mit denen unter einer Decke. Ich warne dich, mich hintergeht so schnell keiner. Was hast du für ein Problem mit Harry? Dieser untreue Hund, dieser! Jetzt krieg dich mal wieder ein. Wieso brennst du nicht einen ordentlichen Rum und ihr sauft euch alle zusammen ein? Genau. Ja, das ist eine ganz tolle Idee. Die hatte ich auch schon. Ich wollte einen ganz besonderen Rum brennen und dann... Rate mal, wen ich losgeschickt habe, um Zutaten zu holen. Und wer nicht zurückgekommen ist. Harry! Dieser hinterhältige Sack. Aber weißt du was? Du wirst zu ihm gehen und mir die Lieferung bringen. Und danach feiern wir mit all unseren Piratenfreunden ein kleines Fest. Okidok. Und besaufen uns, bis keiner mehr steht. Aber sowas von. Bis keiner mehr aufsteht. Jawohl. Was hältst du davon? Solange man auf dem Boden liegen kann, ohne sich festzuhalten, ist man auch nicht betrunken. Was weißt du über Douglas? Einer der wenigen, der noch auf meiner Seite war. Bestimmt hat Harry den auf dem Gewissen. Hast du irgendwelche Hinweise? Pah, dieser illoyale Bastard ist verrückt genug, um uns alle umzubringen. Bestimmt hat der Douglas in eine dieser Höhlen gelockt und ihm die Kehle durchgeschnitten. Ich rede mal mit Harry. Sehr gut. Dann geh zu Harry und sag ihm, er soll die Lieferung rausrücken. Und beeil dich. Ja, ja. Darf ich die mitnehmen? Dankeschön. Na, da ist Buddy jetzt am Messer werfen. Okay. Quinn steht hier rum. Uiuiui, so viel zu entdecken. Was ist denn hier noch hinten dran? Von Kristallmagie verstehe ich nichts. Piratengeschichte erhalten. Ist die da jetzt irgendwo zu finden? Seeschlacht gegen den großen Seedrachen Sorg. Okay. Reden wir von Frauen. Ja, ja. Okay, ob das jetzt so ultra wichtig war für mich, weiß ich nicht. Ich wollte mir auch noch angucken, was für ein Trank das war, den der andere uns da gegeben hat. Blick des Kämpfers 4. Okay. Das ist wohl so ein toller Boost. Wie es irgendwie hier gar keinen stört, dass ich mich so schön bedienen kann. Aber ich will mich da eigentlich auch gar nicht beschweren. So, am Anfang ist das sehr hilfreich. So.
Red. Was macht so ein Typ wie du auf einer Insel wie Kila? Besser riechen Sag als nichts. Du. Deine Nussschale hat Leck geschlagen und jetzt stehst du dumm da. Dicht dran, aber leider falsch. Ach was. Und was hat dein Hintern dann hier verloren? Der riecht auch besser wie du. Ich bin auf der Suche nach etwas. So, so. Und was suchst du? Grog? Weiber? Ärger? Das behalte ich besser für mich. Ich geh dir da mal nicht weiter auf den Keks. Hast ja sicher noch Großes vor. Muscheln sammeln oder so. Oh, bist du ein Badass. Du bist also Pirat? Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Natürlich bin ich Pirat. Arr, so geht das. Klingt nicht sehr überzeugend. Was soll das heißen? Willst du etwa behaupten, du glaubst mir nicht? Besser, du gehst mir aus den Augen, sonst lasse ich dich mal eine Runde Kiel holen. Arr! Was ist? Hat dich eine steife Brise umgeweht? Zisch ab! Ich schieß dir gleich eine steife Brise aus meinem Hintern entgegen. Nee, Moment, das klang falsch. Hey, du bist doch hoffentlich keiner von Boos Idioten, oder? Nein. Gut, ich kann den Sack nicht mehr ausstehen. Mach dir einen auf wichtig. Fast jeder tanzt nach seiner Pfeife. Aber ich lasse mir gar nichts mehr sagen. Gut, gut. Gibt's einen Grund für deine miese Laune? Und ob es den gibt. Als wir noch auf Takarigua waren, habe ich das Piratenlager bewacht. Und was gibt es hier zu bewachen? Eine Schaufel voll Sand. Ja und? Wo ist das Problem? Jeder Arsch denkt, die lange Überfahrt hat mich weich gemacht. Ich muss mir mal wieder etwas Respekt verschaffen. Gibt es hier eine Prinzessin, die gerettet werden muss? Oder wie hast du dir das vorgestellt? Du, pass bloß auf, sonst rutscht mir die Faust aus. Ey, lass bei uns in Ruhe, das klatscht. Erzähl mir von der Überfahrt hierher. Ach, was gibt's da schon großartig zu erzählen? Eines Tages brannte auf Takarigua das Piratennest völlig aus. Ich bin mir nicht sicher, wer das Feuer gelegt hat. Sicher ist nur, dass wohl nichts davon verschont wurde. Unsere Rumvorräte haben wohl einen prima Brandbeschleuniger abgegeben. Hinter ihm in der einen Kameraeinstellung, da lief eben was Pfui-Barriges rum. Und was ist dann passiert? Na, wir haben in Windeseile unseren Krempel zusammengeräumt. Zum Glück war das Schiff von Stahlbarts Tochter im Hafen vor Anker. Wir also rauf auf den Kahn und weg von der Insel. Wollten ja nicht als Holzkohle enden. Da war sie aber bestimmt auch angefressen. Und wie geht's weiter? Naja, auf hoher See wurde es dann nochmal richtig ungemütlich. Boos hat eine Meuterei angezettelt und wir sind ihm alle wie eine blinde Kuh gefolgt. Dachten damals, der wird schon wissen, was er da tut. Als wir dann auf Kila vor Anker gegangen sind, haben wir uns in zwei Gruppen geteilt. Das war's dann auch im Großen und Ganzen. Okay, mehr will ich gar nicht wissen. Gut. Ja, den provozierenden anderen Satz, den lasse ich mal nicht ab. So, noch ein Goldklächen. Oh, Moment. Da liegt etwas. Stört hoffentlich immer noch keinen. Yay. Die Ruhe ist verschlossen, da müssen wir erst Schlösser knacken lernen. Dafür brauchen wir vermutlich erst einen Dietrich. Hier steht was. Also beschaffte er sich einen gewaltigen Diamanten und benutzte ihn als Klingenschärfer. Seine geschärften Klingen waren fortan sein Kapital. Klingt, als wäre der Diamant noch zu haben. Gut, dann sollten wir uns den Diamant irgendwann mal holen. Nee, den finden wir bestimmt eh automatisch. Also, wenn wir unterwegs die Augen ein bisschen offen halten. Au. Das ist meine Spinne. Vielen Beinchen mal weggelaufen, dummes Vieh. Diese verdammten Mistviecher sind wirklich überall. Ein Pilzlein. Schädelblüte. Ja, da sind noch mehr. Und was ist das hier überhaupt? Wie ein Teleporter sieht das aus. Mir fehlt das passende Ding dafür.
Ah, wir brauchen das passende Ding dafür.